Servus Reisefreunde, heute berichte ich euch wieder über den Extremradfahrer Rainer Sternberger beim härtesten Radrennen der Welt, beim Race Across America 2022 Solo, 4800 Kilometer von der Westküste bis zur Ostküste. Rainer Sternberger aus Pösing im Landkreis Cham zählt zu den besten Extremradfahrern der Welt. Sein Team besteht aus 10 Personen. Teamchef Heisi bei der Tagesschicht, weiterhin Michael Peters als sein Stellvertreter, ebenfalls Mechaniker in der Tagesschicht und Timo als Navigator der Tagesschicht. In der Nachtschicht Michael Deutschmann aus Österreich, unser Doc Andreas aus Augsburg sowie Max vom Fritschen aus Rostock als Physio und Mechaniker. Im Wohnmobilteam haben wir Sepp, unseren Fahrer, ich selbst als Navigator, mein Kumpel Herbert als Allrounder und unseren Koch Werner, der dafür sorgt, dass es uns allen gut geht. Das Pace Car musste vorbereitet werden. Wir haben es mit unseren Aufklebern beklebt für unsere Sponsoren und der Innenausbau musste vorbereitet werden. Es wurden einige Sitze ausgebaut, die Elektronik für Funk wurde eingebaut und den Lautsprecher sowie einige Kisten für die Sachen von Rainer und Fahrradständer für seine 3 Fahrräder. Zusätzlich haben wir ein Wohnmobil, damit sich jeweils das Tagesteam oder die Nachtschicht von ihrer Schicht erholen können und schlafen können. Im Wohnmobil müssen wir immer dafür sorgen, dass alle versorgt sind und wir Rainer nachkommen. Beim Einchecken der Unterlagen ist alles einwandfrei gelaufen. Michael hat die Unterlagen vollständig vorbereitet und wir durften unsere Startnummer 645 in Empfang nehmen. Danach haben wir einen kleinen Strandausflug nach Oceanside gemacht. Oceanside ist der Startort. Dort werden alle REM-Teilnehmer auf die lange Reise geschickt. Oceanside liegt schön am Pazifischen Ozean und eine lange Pier führt hinaus ins Meer. Dort haben wir uns erstmal umgesehen. Viele Leute sind dort zum Angeln, Surfen, Schwimmen oder auch nur Sonnen. Interessant sind vor allem die Surfer, die auf ihre Wellen warten und dann ihren Ritt durch die Wellen starten. Wir haben den Ausflug auf die Pier genossen und die Stimmung im Team ist sehr, sehr gut. Am nächsten Tag haben wir noch einen Ausflug in den Hafen gemacht, wo zahlreiche Schiffe vor Ort liegen und es schöne Lokale zum Einkehren gibt. Anschließend war Rainer zum Interview angemeldet. 6 Solofahrer haben sich dem Interview gestellt. Rainer gilt als einer der Favoriten und wurde natürlich dementsprechend auch mit Fragen gelöchert. Am nächsten Tag ging es dann an den Start nach Oceanside an die Pier. Zahlreiche Fahrer warteten dort bereits. Rainer wurde noch mal kurz interviewt und wir haben ein Teamfoto gemacht. Sogar ein Fan aus dem Landkreis Cham war kurz vorbeigekommen. Dann ging es für Rainer los, 13 Uhr und 8 Minuten. Am ersten Tag war eine Tagesetappe von Oceanside über Borrego Springs in die Wüste geplant. Rainer ist das erste Stück alleine gefahren, dann durfte ihm erst sein Pace Car folgen. Wir vom Wohnmobilteam haben ihn erst nach 100 Meilen treffen dürfen. Dort haben wir dann die Nachtschicht langsam vorbereitet, um den Wechsel zu machen. Es lief alles hervorragend am ersten Tag und Rainer konnte sich bereits an die Spitze nach vorne arbeiten. Alle im Team waren glücklich und zufrieden, weil alles optimal lief. Für Rainer lief alles optimal. Er hatte einen lockeren Tritt und konnte seine 250 Watt treten. Dann kam langsam die Nacht.
Der Sonnenuntergang war zu sehen und die schwierigste Zeit beim Radrennen begann. Denn abends ist es immer schwierig, durch die Nacht zu kommen. Rainer hat wie geplant die erste Nacht ohne Schlaf durchgefahren. Es lief optimal und er hatte weiterhin Kraft, um seinen Tritt durchzuhalten. Angenehme 34 Grad, kein Sonnenschein, dazu die Sanddünen. Liebe schöne Grüße an alle zu Hause, an die Familie, an die Freunde. Ja, ich darf noch ein wenig Radl fahren. Bis dann. Die Stimmung im Nachtteam war gut und zum Morgengrauen hat sich Rainer sogar die Zähne auf dem Fahrrad geputzt. Danach wurde wieder an die Tagesschicht übergeben. Beim zweiten Tag war eine längere Etappe wiederum durch Wüste geplant. Alles lief optimal, obwohl die Tagestemperaturen zwischen 35 und 40 Grad lagen. Einen so heißen Sommer gab es schon lange nicht mehr. Im Wohnmobilteam mussten wir uns kümmern, damit wir ihm überhaupt folgen konnten. Koch Werner hat uns etwas zu essen zubereitet und die Nachtschicht hat sich in Ruhe ausgeschlafen. Langsam ging es Richtung Monument Valley. Das Nachtteam hat wieder seine Schicht übernommen und Rainer durch die Nacht geführt. Beim Morgengrauen war Rainer immer noch gut darauf und vor bester Stimmung. Der dritte Tag ist angebrochen. Die Radstrecke führt direkt am Monument Valley vorbei. Die Stimmung bei Rainer war hervorragend und er konnte immer noch leicht treten. Er hatte bisher nur Pausen von einer Stunde und zweimal 20 Minuten. Das Team war sehr gut drauf und alle freuten sich schon auf die weiteren Tage. Bei einer Pause war die Eiscreme der Höhepunkt des Tages für Rainer. Bei einem Interview mit den REM-Verantwortlichen hat er dies ebenfalls erwähnt. Danach ging es weiter am Monument Valley vorbei. Die Nachtschicht hat sich wieder erholt und wir durften noch die auch verfolgen, wie sich die anderen Konkurrenten auf der Strecke verhielten. Rainer war immer noch in Führung. Die Tagesschicht war guter Stimmung und es wurde der Wechsel für die Nachtschicht vorbereitet. Der Staat Utah wurde verlassen und es ging nach Colorado in die Rocky Mountains. Hier hat Rainer ebenfalls die Nacht gut überstanden und am Morgengrauen war er weiterhin mit einem großen Abstand in Führung. Heute stand der höchste Punkt der Tour auf dem Plan. In Colorado ging es über den Wolf Creek Pass mit ca. 3600 Höhenmeter, einer der höchsten Punkte in Colorado. Rainer hatte einen schönen gleichmäßigen Tritt und konnte auch diesen Pass sehr gut überwinden. Mit dem Wohnmobilteam sind wir vorausgefahren, haben den schönen Pass mehrfach fotografiert und diese schöne Autobahn mitten durch die Rockies bewundert. Der Verkehr war nicht zu stark, sodass Rainer auch gut fahren konnte. Oben wurde es leicht kälter und die Temperatur sank auf ca. 12 Grad. Danach gab es eine schöne lange Abfahrt und nach den Rockies ging es rein in die großen Ebenen. Rainer schaffte den Wolfskriegspass hervorragend und freute sich auf die Abfahrt. Wir vom Wohnmobil-Team haben uns in der Zwischenzeit versorgt und haben auf Rainer gewartet. Und dann passierte etwas, mit dem keiner gerechnet hatte. Bei einer Flaschenübergabe hat sich plötzlich der Lenker von Rainer im Netz verfangen. Dadurch ist er über den Lenker nach vorne gestürzt und auf der Straße hart aufgeschlagen. Die Betreuer haben sofort reagiert und haben den Verkehr abgeriegelt, Rainer geschützt und den Notruf gewählt. Der Sanitäter war bereits nach 10 Minuten vor Ort und die Polizei hat die Unfallstelle abgesichert.
Rainer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. 8 Meilen vor der Time Station Alamosa war der Traum vom Ram für Rainer leider vorbei. In Führung liegend, mit über 100 Meilen Vorsprung auf seine ärgste Verfolgerin Nicole Reist. Nach 3 Tagen und ca. 30 Minuten passierte der Unfall. Zum Glück geht es Rainer wieder gut. Er hat sich sein Schlüsselbein gebrochen und 2 Rippen. Er wurde in Alamosa noch am nächsten Tag operiert, aber er befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung und möchte so schnell wie möglich wieder nach Hause. Die Stimmung im Team war natürlich erstmals komplett auf dem Boden. Aber unser Doc machte uns Hoffnung. Hallo, der Rainer Steinberger hatte leider einen Unfall bei seinem Rennen durch Amerika. Er ist gestürzt, hat sich verletzt, musste deswegen das Rennen aufgeben. Aktuell wird er noch im Krankenhaus behandelt. Und jetzt müssen wir sehen, wie es insgesamt weitergeht. Es sind keine lebensbedrohlichen Verletzungen, die müssen aber trotzdem behandelt werden. Und wir werden sehen, wann er wieder zurückkommt nach Deutschland. Abends waren wir wieder froh, dass Rainer nichts Schlimmeres passiert ist. Am nächsten Tag kam ein Ram-Team, um ein Interview mit unserem Doc zu machen. Der Plan musste geändert werden. Rainer ging es zum Glück sehr schnell besser und er durfte nach ein paar Tagen das Krankenhaus schon verlassen. Doc Andreas und Max sind bei ihm in Alamosa geblieben und dann nach Denver weitergefahren. Das restliche Team mussten das Pacecar und das Wohnmobil noch bis nach Annapolis fahren. Dort haben wir unsere restlichen Sachen in Empfang nehmen können und die Fahrzeuge wieder für die Abgabe vorbereitet. Rainer ist zwar traurig, dass er das Ram dieses Jahr nicht beenden konnte, aber trotzdem möchte er sich bei allen Spendern für sein Hilfswerk recht herzlich bedanken und er möchte gerne nächstes Jahr wieder beim Ram starten.